Ja, hallihallo, liebe Leute, ich bin's wieder, der Silvio von PS Insight alias Piepmatsch. Und wie jeden Monat gibt es ein Video zum Drive Club DLC, zu den neuen Zusatzinhalten, die es halt jeden Monat gibt. Für die, die sich jetzt vielleicht wundern, warum das heute kommt, ja, wie soll ich sagen, es gab ein paar technische Probleme oder Schwierigkeiten. Ich hatte das alles schon aufgenommen und alles fertig und alles schick und schön, zumindest dachte ich das. Aber die Aufnahmen, die waren irgendwie verhunzt. Es haben Bilder gefehlt, der Ton hat nicht gepasst, nix und gar nichts. Und das hat mich richtig dolle geärgert, weil das echt auch immer Arbeit ist, auch wenn man das eigentlich so nicht glaubt. Aber es muss aufgenommen werden, es muss bearbeitet werden und was weiß ich nicht alles. Und das frisst alles auch ein bisschen Zeit. Und das hat aber alles nicht geklappt und deswegen versuche ich jetzt hier mit diesem Video oder mit dieser Aufnahme direkt nochmal einen Neustart und hoffe, dass das jetzt auch alles richtig klappt hier. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat. Vielleicht doch einfach an der Wärme oder so. Technik hat anscheinend auch einfach keinen Bock gehabt. Aber okay. So viel einfach erstmal dazu. Und wir schauen uns quasi jetzt wieder alles an. Wir schauen uns die Autos an. Wir schauen uns die Touren an, die es gibt und die Lackierungspakete. Ist ja doch immer eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Und ja, wir legen jetzt einfach mal direkt mit den Autos los. Und dann fangen wir direkt mit einem McLaren 570S an. Das gute Stück hier ist ja, wie soll man sagen, eine Weiterentwicklung. Vor allem designtechnisch hat sich hier schon was geändert. Wer dafür Vorlage gestanden hat, ist ganz logisch, glaube ich, auch ganz gut zu erkennen, dass das hier der P1 ist. Nur der 570S, der wirkt noch ein bisschen ja, schnittiger und wirklich extremer. Wenn wir hier mal schauen, zum Beispiel die Rückleuchten. Ich hoffe, dass ich das jetzt so zoomen kann, dass man das auch gut erkennt. Aber ich denke mal, man kann das gut erkennen. Die sehen ein bisschen anders aus als beim P1. Und auch in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, den ihr auf psinsight.de übrigens findet, wie immer. Da habe ich auch immer ordentlich Bilder drin. Und da könnt ihr euch auch mal die Rückleuchten ansehen. Das sieht jetzt wirklich aus wie Alien-Augen von hinten. Was ich ja total toll finde. Muss ich wirklich sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Er fährt sich auch verdammt gut, hat natürlich, wie man es von einem McLaren erwarten würde, unglaubliche Fahrereigenschaften. Also er fährt sich wirklich sehr, sehr gut, liegt sehr straff auf der Straße, macht ohne Probleme seine 260, 270 Sachen. Ab dann geht es dann wirklich, ja, etwas mühselig voran, aber er ist ruckzuck bei dieser Geschwindigkeit und das macht er damit locker wieder wett. Ihr könnt zum Beispiel jetzt schon sehen mit dem neuen Update, was Anfang der Woche erschienen ist, dass ich jetzt immer hier diese grüne Brennweitenlinie drin habe. Ist ein bisschen doof, was mich ein bisschen ärgert. Aber damit müssen wir jetzt einfach mal leben. Gut, so viel einfach mal zu dem McLaren 570S. So, dann gehen wir mal zurück ins Menü. Was hatten wir denn noch neu? War hier noch irgendwas neu bei Super? Ich glaube, nein. Ich glaube, Hyper gab es diesen Monat ja auch nicht. Und hat recht. So, dann gehen wir zurück zu Super. Und bei Super haben wir auch neu die Chevrolet Corvette Z06 in der 2015er Edition. Die Z06, denkt man jetzt, die haben wir ja schon viel und oft gehabt. Ich glaube, zwei oder drei Mal gibt es ein Z-Modell hier von Corvette mittlerweile. Das andere war aber auch die Z01. Und dann die Z01 Anniversary Edition und die Z06 2015, Entschuldigung, die basiert natürlich designtechnisch auch auf dem Modell, bietet aber ja ganz andere, ja, Vorteile, möchte ich fast sagen. Erst einmal hat sie natürlich unglaublich viel Power. Es ist wirklich, ja, nicht einfach zu fahren, dieses Auto. Es hat bei ihr auch am längsten gedauert, ein vernünftiges Gameplay hinzuzaubern. Ist aber auch einfach dem schuld, die hat wirklich so viel Kraft und bringt die nicht so zu 100% perfekt auf die Straße. Sie sieht natürlich viel, viel aggressiver aus, das Gelb mit den schwarzen Felgen und diese schwarzen, ja, kleinen Akzente, die da überall auf dem Lack und so gesetzt sind, sieht natürlich echt verdammt cool aus.
Und es ist ein brachiales Ding, was sich auf kurvigen Strecken nicht so wirklich wohlfühlt. Also da muss man ein bisschen üben, damit das alles ordentlich, ja, damit man ordentliche Zeiten hat oder damit man da auch ein paar Rennen gewinnen kann. Kann man sicherlich mit dem Ding, aber ich glaube, das ist eins der Autos, welches in Events für den einen oder anderen Frustmoment problemlos sorgen kann. Aber okay, so viel vielleicht zu der Z06 2015er Edition. So. Aber wir haben ja noch mehr. Hatten wir hier jetzt noch was drin? Es sind mittlerweile so viele Autos. Nein, hier hat man nichts mehr drin. Mittlerweile so viele Autos hier für Drive Clubs. Das ist echt richtig der Hammer. Bam, bam, bam. Mal gucken. Hier ist die Z06 in der Centennial Edition. Hier kann man den Unterschied auch nochmal deutlich sehen. Ja. Das ist quasi ja, die verniedlichte Form. Und die Z06 2015, die sieht natürlich deutlich krasser aus. So, jetzt schauen wir nochmal hier weiter. Der Kollege hier, der Peugeot EX1 Konzept, den können wir uns auch einfach mal ganz einfach mal angucken, weil das wirklich, ja, das ist ein Auto, das ist wert, dass man sich das mal etwas genauer anguckt. Also ich bin den hier noch nicht gefahren, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, den zu fahren. Aber ihr könnt schon sehen, dass der ja extrem futuristisch aussieht. Ich weiß auch nicht viel über dieses Fahrzeug. Ich habe nur irgendwie in irgendeiner Form gelesen, dass Peugeot wohl dieses Jahr irgendein Jubiläum feiert. Ich glaube, den 20-jährigen oder sowas. Und dazu hat man diese, ja, mehr oder weniger eigentlich eine reine Designstudie veröffentlicht und natürlich auch gebaut. Ich glaube, ein Exemplar oder zwei, drei davon gibt es mehr. Sind es, glaube ich, gar nicht. Und ja, er sieht echt futuristisch aus. Er könnte aus irgendeinem Science-Fiction-Film stammen. Irgendwas mit Robotern und Terminator oder was weiß ich nicht. Und es ist auch ein reines Elektrofahrzeug. Ja, ist halt so. Elektroautos gibt es ja irgendwie immer mehr. Aber er sieht wirklich für einen Peugeot echt cool aus. Dann könnt ihr mal hier von oben einfach mal reinlunsen, wenn wir das hinkriegen. So. Könnt ihr sehen, haben wir auch zwei Leute. Ja, ich denke mal, dass das bequem ist, wie man da drinnen Platz hat. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und natürlich hinten so diese eng aneinander stehenden Räder. Ich habe auch erst gedacht, das ist bloß ein Rad. Keine Ahnung. Es hat so ein bisschen was vom Bettmobil. Aber gut. So viel vielleicht zum EX1 von Peugeot. Den schicken Schlitten, den bekommen alle Drive Club Besitzer für umsonst. Also den könnt ihr euch alle runterladen. Da braucht ihr keinen Season Pass oder sowas für. Den könnt ihr alle runterladen, dann könnt ihr den mal fahren. Ich habe es noch nicht gemacht, ich kann da noch gar keine Einschätzung zu geben, wie der sich fährt. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird das vielleicht sogar schon getan haben. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir noch. Jetzt kommen die beiden Japaner, natürlich. Mensch, da habe ich fast schon wieder verdrängt. Und zwar haben wir hier den Nissan GT-R, den sich die Community mehrfach gewünscht hat und unbedingt dabei haben wollte. Jetzt ist er hier dabei. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein wunderschönes Auto. Es freut mich persönlich wirklich sehr, dass der seinen Weg nach Drive Club gefunden hat. Und überhaupt Japaner. Es gibt ja noch einen zweiten. Den schauen wir uns dann direkt danach an. Und ja, es ist ein GTR. Er sieht wirklich verdammt cool aus, wie sämtliche Fahrzeugmodelle hier bei Drive Club. Ist vollkommen logisch. Und er fährt sich auch wirklich sehr, sehr gut. Hat eine brachiale Beschleunigung. Dafür ist der GTR ja auch in jedem Fall sehr bekannt, dass er einfach Wahnsinnsbeschleunigungswerte hat. Er sieht auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Fährt sich auch Bombe, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ist wirklich, das Handling ist sowas von flüssig und einwandfrei. Also das sollte niemanden vor Probleme stellen eigentlich. Und ja, ist der Nissan GT-R. Das Einzige, was man vielleicht anmerken sollte, dürfte, oder was mich persönlich auf jeden Fall ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir den leider nur in dieser Standard-Werkslackierung ja, sehen werden oder sehen können. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Das ist auch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar für mich, aber wir können halt wirklich nur
diese Standardlackierung benutzen, was ich ein bisschen doof finde. Ich kann euch aber leider auch nicht sagen, wieso und warum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auto nur in diese Lackierung gibt. Aber vielleicht war das ja eine Auflage vom, ja, Hersteller Nissan, dass sie gesagt haben: Pass auf, Jungs, ihr könnt den machen, aber nur in der Farbe. Ich finde es ein bisschen doof, weil gerade bei den Japanern sind eigentlich so grelle, bunte Designs, die es ja nun mal in Drive Club auch ohne Ende gibt, ja, mehr als passend. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt persönlich, ich zumindest, ein bisschen schade, dass das nicht der Fall ist. Aber okay, er ist erstmal dabei, er fährt sich super, er klingt super, sieht toll aus und ja, also jeder, der einen Japaner haben wollte, der hat den jetzt, in jedem Fall. Und da gibt es auch nichts zu meckern dran eigentlich. So, dann haben wir natürlich noch einen. Stimmt, die gute Dame haben wir natürlich auch, die Dodge Challenger SRT 8 392. Den haben wir natürlich auch dabei. Oder die. Ist ja irgendwie bei den Amis so, das kann man ja so machen, wie man das gerne möchte. Ich sage immer am liebsten die Challenger. Irgendwie ist das halt einfach besser. Aber okay. Ja, ist ein waschechter Ami, wie er im Buche steht. Er klingt so, er fährt sich auch wie ein Panzer. Also ist wirklich nicht ganz einfach zu handeln. Was mir aber natürlich sehr gefällt, sind auf jeden Fall diese Rückleuchten, die hier so sind. Moment, ich versuche mal irgendwie so ran zu zoomen. So, jetzt kommt es natürlich zu nah. So, diese Rückleuchten, die natürlich sehr, sehr stark ans Original aus den 60ern, 70ern angelehnt sind oder ist. Und es ist auch, wenn, sobald die Scheinwerfer angehen, dann ist die ganze Leiste hinten rot, fast durchgängig. Das gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Das. Ja, als Ami-Fahrzeugfan ist das wirklich sehr schön, dass sowas dabei ist. Ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr gut. Sieht natürlich sehr cool aus, sehr aggressiv aus. Fährt sich so, klingt so. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter zu diesem Fahrzeugchen hier zu sagen. Ihr findet natürlich einige Bilder, wo ihr auch die Rückleuchten mal sehen könnt. Und im Gameplay könnt ihr das dann auch sehen, dass der hier ja wirklich eine gute Figur macht, würde ich mal sagen. So, und jetzt haben wir aber wirklich bloß noch einen. Den hatte ich hier voll vergessen. Das ist ja fast schon peinlich. Und zwar, wo ist er? Da ist er. Der Nissan 370Z Nismo. Ja, das ist der zweite Japaner, der es hierher zu Drive Club schafft, diesen Monat. Und ja, sieht cool aus, kann man nicht wirklich viel zu sagen. Ja, er hat so ein. Es ist kein richtiges Weiß, was der hat, auch wenn das vielleicht so weiß aussieht. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, aber das ist so ein. Ja, es ist irgendwie so ein Beige-Touch drin, in irgendeiner Form. So ganz komisch, so halb matt, halb glänzend irgendwie. Das ist also kein perfektes Weiß, es ist ein ganz komisches Weiß, aber es sieht wirklich geil aus, die Farbe. Und die passt natürlich zu dem Rot von dem Unterboden. Sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Auch der Japaner fährt sich wirklich sehr gut. Muss aber sagen, dass es deutlich einfacher ist, mit dem GTR zu driften, als mit dem 370Z, was ich eigentlich genau andersrum vermutet hätte. Aber okay, ist halt so. Und hier gibt es natürlich auch wieder, ja, das kleine Problemchen oder das kleine wehleidige Thema, dass wir leider nur diese Standardlackierung haben dürfen. Aus was für Gründen auch immer. Also die können wir ja auch nicht ändern. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich wirklich sehr schade, dass das so ist. Weil wie gesagt, Japaner kunterbunt, knallbunt machen ist eigentlich, ja, das gehört eigentlich fast schon zum guten Ton. Aber okay, wir haben ihn auf jeden Fall dabei und der sieht wirklich verdammt schick aus, kann man nicht anders sagen. Freuen tut man sich in jedem Fall, dass es ein Japaner geschafft hat. Ich hätte mir vielleicht auch einen Mazda gewünscht oder sowas. Ein schöner RX-7 komplett hochgezüchtet oder sowas. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht kommt ja noch was. Es steht ja immer noch ein DSI mindestens ins Haus. Und dann werden wir einfach mal sehen, was dann noch kommt. So. So viel auf jeden Fall erstmal zu den ganzen Fahrzeugen, die es diesen Monat gibt. Quasi den einen Peugeot EX1. Der ist umsonst für alle. Und hier der Nissan Nismo 370Z, der GTR, der Challenger SRT8.
der McLaren 570S und die Chevrolet Corvette Z06 2015 Edition, die sind halt wieder ganz normal im DSC-Paket drin oder innerhalb des Season Passes könnt ihr die quasi bekommen. So, aber seht ihr, ich brauche ja eigentlich gar nicht rausgehen, weil wir haben ja noch Lackierungen, die wir uns angucken dürfen. Nämlich den, ja, wir nehmen einfach mal den, auch wenn es sicherlich unpassend ist. Und dann nehmen wir mal, was nehmen wir für ein Design? Ich nehme einfach mal das hier. So, und dann schauen wir uns mal die Designs an, die wir hier bekommen haben. Und zwar haben wir hier ein RPM-Lackierungspaket und ein Velocity-Lackierungspaket. Und wie immer bei den Lackierungspaketen ist es ja so, ihr bekommt die entweder innerhalb eures Season Passes dazu. Oder aber ihr könnt euch die einzeln kaufen. Ich glaube, die kosten 2 Euro. Also kostet 1, glaube ich. Es kostet 2 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und aber wie gesagt, eigentlich Season Pass für Drive Club ist ja das Beste, was man machen kann. Und jetzt schauen wir uns mal diese Designs hier mal schnell so an. Ja, das wirkt alles materialistisch, designtechnisch, eckig und kantig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt zu einer Dodge tragen kann, aber okay. Ist ja nur, dass wir uns das einfach mal anschauen. Hier haben wir noch sowas. Ja, das ist alles so minimalistisch hier diesen Monat. Ist gar nicht so schlecht und es ist, ich finde, es hat so zu der Dodge jetzt hier passt das meiner Meinung nach nicht hundertprozentig, weil die ja von ihrer Grundform schon eckig und kantig ist. Deswegen wirkt das vielleicht jetzt nicht so, aber ich hätte das wirklich gerne auf einem Japaner gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Das ärgert mich ein bisschen. Aber okay. Ja, die ähneln sich natürlich alle ordentlich. Aber trotzdem irgendwie immer anders. Ja. Auf jeden Fall, die Farbkombi, die gefällt mir auf jeden Fall. Na, hier ist ja was los. Das sieht so ein bisschen Minecraft-mäßig aus. Ah, stimmt, ja. Regen sich alle gleich wieder auf. Ah, Minecraft, das ist ein Würfel. Keine Hitze wieder. Ja, ist gut. Von drunter. So. Minecraft spiele ich übrigens gar nicht, weil mich das überhaupt nicht reizt, dieses Spiel. So, fertig. Updates davon. So, nein, Spaß beiseite. Dann haben wir hier noch das Velocity-Lackierungspaket. Ja, das ist auch so mit Form und Würfeln und Krams. Groß und klein und dick und dünn. Alles Mögliche dabei. Dann haben wir hier noch ein bisschen gestrichelt. Velocity. Ja, aber es wirkt alles sehr minimalistisch, muss man wirklich sagen. Und dann haben wir das hier noch hier unten. Super, ne, das sieht irgendwie langweilig aus, muss ich sagen. Gut, ich habe jetzt, ist natürlich weiß jetzt der Lack. Vielleicht liegt es einfach daran. Aber okay. Sollte das mal nicht weiter stören. So viel auf jeden Fall zu den Lackierungen. Sind unzählige, wie immer. Mittlerweile auch echt viel zusammengekommen. Und jetzt schauen wir uns mal noch schnell die Touren an. Ich habe die auch bis jetzt noch nicht gespielt, weil das hat mich gestern so geärgert mit Drive Club. Ich sagte nein und warum und bist du doof und ja. Deswegen habe ich jetzt hier noch gar nichts gemacht. Hier ist überhaupt nichts passiert bis jetzt. Aber ihr seht hier zum Beispiel in der RPM Tour, ist ja allgemein immer in der ersten Tour, in denen die DSC-Erweiterung, da spielt ihr auch immer mit den Autos, die ihr mit dem DSC auch erhalten habt. Und ja, gibt wie immer neue Trophäen für das Abschließen und glaube ich für das Freischalten. Und wenn ihr die Tour abschließt, dann gibt es natürlich auch eine Bonuslackierung für. Und genauso verhält es sich mit der Velocity Tour. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da gab es ja die Tage, gab es einen Beitrag bei uns auf der Seite, dass der gute Mann, Game Art Director, Dingsabumsa von Drive Club oder von den Evolution Studios gesagt hat, dass er ja dieses Spiel Velocity 2 ist eins seiner absoluten Lieblingsspiele und er wollte die Bilder in der Tour natürlich von dem Spiel inspiriert darstellen und das ja, Ergebnis ist so ein quasi Comic-Look, sieht wirklich sehr cool aus. Finde ich nicht schlecht. Es ist ja sowieso immer, die Bildchen sind immer sehr, sehr schön gemacht. Immer kleine Kunstwerke eigentlich. Und ihr könnt ja schon sehen, hier fahren wir dann quasi die Autos, die wir sowieso schon haben.
Hier zum Beispiel die KTM-Farbe zum Beispiel hier mal, das ist ja mal unglaublich. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das Ding jemals wieder sehe. Das gab es irgendwann und dann war es halt da. Mono a Mono, das wird jemanden bestimmt freuen, den ich kenne. Dann der Wuhl. Tja, alles mögliche wieder dabei. Driftrennen, Zeitrennen, normale Rennen. Könnt ihr euch quasi schön eindecken mit. Und so wie das hier für mich aussieht, fahre ich hier mein Finale in der Velocity Trophy mit einem Beetle. Super geil. So, aber okay. Das soll es dazu einfach erstmal sein. Ja, das wäre es jetzt quasi zu den ganzen DLC-Inhalten. Zu den Autos, Lackierung und zu den zwei Tourpaketen. Ist ja doch immer eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Und ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Mehr ist es eigentlich nicht. Das Einzige, was ihr jetzt noch bekommt, quasi nachdem ich ja mein Sprechen und Glaube hier beendet habe, dann gibt es noch Gameplay zu den 5 DLC-Fahrzeugen. Das gibt es quasi direkt im Anschluss ans Video. Und dann könnt ihr das Ganze vielleicht auch einfach mal die Kids noch mal ein bisschen in Action sehen. Könnt mich ein bisschen in Action sehen. Weil ich ja vorhin auch die ganze Zeit von Gameplay geredet habe und sicherlich die meisten fragt haben, Gameplay, ist ja gar nichts. Nee, das gibt's jetzt quasi komplett am Ende durch, weil das hier quasi live kommentiert ist. Das macht sich einfach so für mich am besten. Und aber das Gameplay ist unkommentiert. Könnt ihr einfach nur die Boxen aufdrehen, dann könnt ihr den heulenden Motoren und den quietschenden Reifen lauschen. Und würde ich sagen, ansonsten war es das von meiner Seite jetzt erst einmal, zumindest rein audiovisuell. Und ja, wie gesagt, bekommt ihr auch immer den detaillierten Testbericht, oder was heißt Testbericht, den Überblick, bekommt ihr immer auch auf psinside.de, den Link gibt es unten in der Beschreibung drin. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Ihr solltet in jedem Fall, was Drive Club angeht, wegen auch der PS Plus Version, die ist ja nun auch raus, vielleicht für diejenigen, die es gucken wollen, die bis hierhin überhaupt durchgehalten haben, mich würde es einfach mal interessieren, wie denn die PS Plus Version bei euch läuft, wenn ihr die PS Plus Version natürlich habt oder jemanden kennt, der die hat. Regt er sich die ganze Zeit drüber auf, dass er online nicht richtig spielen kann oder läuft bei ihm alles rund? Das würde ich einfach mal gerne so für meine Statistik einfach mal ganz gerne wissen, weil die Vollversion läuft eigentlich, also da gibt es nichts zu meckern. Und ja, wäre schön, wenn ihr mir da irgendwie Bescheid geben könntet. Und ja, das war's. Das war's jetzt. Schluss. Nein, jetzt ist Feierabend. Ich hoffe natürlich, dass die Videoaufnahme geglückt ist. Und wie gesagt, ich schiebe jetzt das Gameplay nach, geht direkt mit dem GTR los. Und dann arbeite ich mich da quasi komplett durch die Fahrzeugliste. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken, fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und haut rein, Peace, macht's gut und tschüss.
Schmuck.